Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Es müsste Donnerstag im Spiel sein, oder? Ja, es ist Donnerstag im Spiel. Sehr schön. Wir kriegen hier unsere Lieferung und leider nichts von unserer Forschungsgilde. Und wir gehen direkt, bevor ich irgendwas anderes mache. Hi, Pinky! Bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich mal zur Handelsgilde. Da geht Antoine gerade rein. Die eröffnet jetzt. Ist sie schon offen? Nein! Oh, das macht auf. Okay, was könnte ich denn bis dahin machen? Wollte ich irgendwas verkaufen? Eigentlich nicht, ne? Ich wollte hier nur die Sachen nachher einsortieren. Und ich muss dran denken, dass die hier nicht mehr mit meinem Holz und sowas in eine Kiste kommen, sondern ein bisschen separiert. Ich fürchte auch die Forschungsstation macht das. Oh genau, wir brauchen einen besseren Arbeitstisch. Die machen aber auch vermutlich erst um 8 auf. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall den Arbeitstisch 3 für irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau für was, aber für irgendwas brauchen wir ihn. Außerdem müssen wir übrigens, das würde ich dann auch noch nebenher vielleicht herstellen, wenn wir alles andere so machen. Wir brauchen noch 2 industrielle Öfen, damit ich die nach und nach habe. Also ich würde halt einfach gerne, ich weiß nicht, der Vorteil, wir haben ja diese kleinen Öfen, wo wir jetzt gerade Holzkohle herstellen. Und der Vorteil daran, diese Vorstufen zu den besseren Öfen auch zu haben, ist, dass wir halt die kleineren Sachen, die einfacheren, da bin ich eine halbe Minute davor gestanden und wir hätten schon reingehen können. Der Vorteil ist halt, dass wir diese kleineren Sachen problemlos herstellen können. Okay, schauen wir doch erstmal hier. Staubwedel. Ne, ich kann ich bestimmt nicht herstellen. 2 Lagerungen. Das würde gehen. Das weiß ich. Staubwedel. Nein, nein, nein. Du? Kristallhalsketten nehmen wir nicht. Aromaäpfel. Und was ist das hier? Ich nehme die... Ach nee, die kann ich noch nicht. Oh Mist. Bitte nimm... Oh Gott sei Dank, er hat sie nicht angenommen. Das heißt, wenn ich schnell bin und die abgebe, kann ich heute Abend noch die Lagerung annehmen und könnte die jetzt direkt noch herstellen. Falls ich dafür noch... ich glaube, ich habe noch genug Waren dafür, oder? Gucken wir erstmal, was wir für den Tisch brauchen, um den aufzuwerten. Das schreibe ich mir am besten auch auf irgendein Zettelchen auf. Das ist mein guter Zettel auf dem... Oh Gott, im Himmel. Der ist das. Die Rückseite ist gut. Ich muss wirklich... Ich muss wirklich bei Gelegenheit... Wo kann ich das denn machen? Was ist da hinten? Nee, das ist... wie geht denn das mit dem... Kann ich das hier machen? Mein Arbeitstisch aufwerten. Ginge das? Und wie, wenn ja, wie teuer? Arbeitstisch. Okay, den kann ich verbessern für... Okay, 10.000. Das ist ziemlich teuer. 10.000... Ich schaue mir das dazu mal auf. 10.000 Golds. 10.000 Golds. Außerdem 30 Hartholzdielen. Dielen und 30 alte Teile. Das ist nicht günstig, aber es müsste machbar sein. Bei den 10.000 Golds bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss mal gucken, wie viel ich eigentlich gerade habe. Ich glaube, wir haben nicht so viel. Schaltpult, kleine Bombe, Auslage... Wir können dann schon hübsche Sachen herstellen und theoretisch auch Lagerkiste des Helfers, die von Helfern benutzt wird, um auf die... Okay, das scheint relativ fortgeschritten zu sein. Die brauche ich wegen den Stahlhüllen, das ist wichtig. Okay, das kriege ich hin. Dann machen wir jetzt erstmal, das brechen wir einmal ganz kurz ab. Ja, genau, und ich würde eben deswegen gerne tatsächlich noch diese industriellen Öfen und alles noch herstellen und dann doppelt sozusagen erstmal haben. Vielleicht nicht unbedingt den kleinsten, wobei das ist, glaube ich, auch vollends egal. Aber halt die anderen Sachen, damit wir die nach und nach... Oh, braucht ihr denn wieder Dünger, meine Pflänzchen? Seid ihr noch ordentlich gedüngt? Ja, ja, und... gerade so. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Holzkohle... Holzkohle, das hier kann noch nicht ganz fertig sein. Das braucht noch ein paar Stündchen, das ist okay. Lagerung. Die konnte ich hier herstellen? Nee, die konnte ich beim anderen herstellen. Für was, wie habe ich denn Lagerung herstellen können? Lagerung brauche ich mit Zinnlegierung. Okay, und die Zinnlegierung konnte ich... Die konnte ich, glaube ich, hier herstellen. Konnte ich nicht hier herstellen. Die konnte ich bestimmt an diesem Ofen herstellen. Ja, die kann ich hier herstellen. Zum Glück haben wir dafür alles. Ich muss mal gerade ausrechnen, wie viel ich dafür brauche. Muss mal ganz kurz gucken. Ich habe 2, das heißt, ich bräuchte noch 6 Zinnlegierungen. Alles klar. Dann tun wir erstmal kurz die Rohre weg, damit ich die vollends aufschreiben kann. So, jetzt habe ich alle Bronzerohre, die wir brauchen. Das ist doch schon mal gut.
Wir haben also, die ersten Schritte sind getan. Bronzerohre. So, es fehlen tatsächlich nur noch die Stahlplatten, ganz viele Stahlhöhlen, erhärteter Lehm und na, die ganzen Sachen, wo wir halt den besseren Ofen schon mal für brauchen. Kann ich denn hier schon mal die... Da muss ich die Lagerung herstellen, deswegen sollte ich da, glaube ich, nicht. Aber das ist sowieso nicht, das ist hier eine Alles-Schleifmaschine. Industrielle Schleifmaschine, wo ich ja schon mal die Stahlplatten herstellen kann, wenn ich lustig bin. Dann machen wir das doch schon mal und fertigen da so viele an, wie es geht. Nämlich 5 Stück. Sehr, sehr gut. Vulkanischer Ziegel. Okay, das könnten wir herstellen. Die Aluminiumplatte. Edelaluminium. Ne, das können wir alles noch nicht herstellen. Hartholz-Stil. Ne, wir werden mal gucken. Ich könnte jetzt... Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich totschlage. Na, nicht so viel. Ich sag mal totschlagen, aber ich meine das gar nicht so. Okay, dann packen wir mal das hier rein und das hier auch noch rein. Das ist ganz wichtig, dass wir das ja... Wir haben 24, bräuchten also noch 30... Nee, noch 6 Hartholzdielen bräuchten wir. Gucken wir doch mal, dass wir das herstellen. 6 Hartholzdielen. Jawohl. Und was brauchte ich dann noch? Hartholzdielen und alte Teile. Habe ich alte Teile? 30 Stück. Also ich habe alte Teile, aber habe ich davon 30? Hm. Müssen hier drin sein, in der hier. Oh, ja. Ja, ich hab gerade genug. Es könnte knapp werden, aber es reicht, glaube ich, so gerade. Ich wollte ins Forschungszentrum gehen. Das wollte ich machen. So, jetzt kann ich schon mal die Hartholzdielen und die alten Teile dann auch zur Seite legen. Die würde ich dann vorne in unsere Kiste reintun, denn die brauche ich ja zum Aufwerten. Und wie viel Geld habe ich gerade? Können wir mal ganz kurz nochmal schauen. 25. Ja, das können wir uns gerade so leisten. Okay. Die alten Teile kommen hier runter und den Rest habe ich nicht weggetan. Aber jetzt machen wir erstmal das mit den Discs. Und wenn ich dann nur noch 20 abgeben kann und das alles ist, was wir bekommen, also als Angebot bekommen, dann weiß ich, dass wir schon alle einfacheren Rezepte haben. Ich glaube, wir schlagen uns da ganz gut, was das Lernen angeht. Und ich ärgere mich ziemlich, dass ich das mit dem Ofen übersehen habe. Dass da eigentlich schon ein industrieller Ofen war, den ich vollkommen übersehen habe und der vermutlich der ist, den wir die ganze Zeit brauchen. Achso, das ist Alu, richtig. Die Fischsuppe, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Der wollte ja eine scharfe Fischsuppe haben. Hm. Wie mache ich denn eine Suppe? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, einen scharfen Fisch können wir machen. So, Forschung bitte. Did you discover something new? Natürlich. Okay. Nein, keine Geschwindigkeit hinzufügen. Ja, ich würde jetzt mit ihr plaudern, aber ich möchte wieder auf unseren Hof zurück. Ich bin heute nicht sozial in Porsche. Da muss man mit dem. Wie mache ich denn eine Fischsuppe? Vielleicht, indem ich Milch dazu gebe. Aber Milch nimmt ja eigentlich eher die Schärfe weg. Das heißt, es wäre etwas unlogisch, wenn ich dann Milch benutze. Hm. Ich habe gesagt, ich brauche 6 von diesen... Von diesen lustigen Dingern. Von diesen lustigen grünen Steinchen. Ich hoffe, die werden rechtzeitig fertig, dass ich heute noch... Ihr wisst schon. Die abgeben kann und dann den Auftrag für die Lagerung annehmen kann. Oh, das ist ja immer noch nicht fertig. Mist. Wobei, wir könnten natürlich auch die beiden Lagerungen einfach abgeben und dann die anderen direkt herstellen. Ich brauche aber trotzdem hier die Eisenbarren. Sind meine Bretter denn schon? Die sind auch noch nicht fertig. Ich kann aber schon mal die Bretter hier rausholen und sie im anderen reintun. Ja, die Bretter. Dann fehlen noch 5. Dann sortieren wir das einmal. Dann tue ich mal eben schnell unser Zeug weg. Da wünschte ich mir manchmal, es gäbe ein Knöpfchen, mit dem man die Zeit ein bisschen schneller verstreichen lassen kann, wenn man wirklich einfach nur auf seine Sachen wartet. Und weiß, dass man kurz jetzt erstmal nichts Spannendes machen wird, sondern wirklich nur am Warten ist. So, die Bretter brauche ich noch, den Barren brauche ich auch noch. Hm. Habe ich eigentlich nicht noch Barren? Das kann ja nicht der erste von den 7 Stück sein. Das wäre ja ein bisschen heftig. Ich habe jedoch bestimmt, genau, 4 Stück schon drin. Dann fehlen da nur noch 2. Genau. Und das sind 3,5 Minuten. Dann könnte ich hier schon mal meine
Brettchen reinlegen. Da kommt der Rest dann noch dazu. Bei den Lagerungen weiß ich, ich brauche danach noch zwei. Und jetzt würde ich sagen, ich fäll einfach ein bisschen Holz. Am nächsten Tag gehen wir dann Benzin aufgebraucht, oder? Nein, das ist einfach fertig. Okay. Moment, dann stellen wir hier noch mehr Holzkohle her, würde ich sagen. Fertigt das jetzt? Ja. Weil eigentlich mehr Holz brauche ich gar nicht. Aber mehr Holzkohle brauche ich bestimmt. So, ich könnte auch ein paar Lamas scheren. Das wäre vielleicht gar nicht so die dürfste Idee. Noch ein paar Lamas scheren. Jetzt bräuchten sie zwar die Wolle, aber soll ja auch nicht warm zu warm werden. So. Wenn ich könnte, würde ich uns ein paar stärkere Gegner suchen. Und nicht einfach nur... Ah, wunderbar. Kacke. Ah, wunderbare Kacke. Nein, die sammeln wir ja ein für den Kopfsalatsamen und was es sonst noch so gibt. Manchmal kriegt man das ja, das ist eigentlich ganz gut. Sonst müssten wir die teuer kaufen. Da, Kopfsalatsamen, perfekt. Und keine Kopfsalatsamen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, wenn ich... Soll ich eigentlich das Spiel mal auf Englisch umstellen, damit wir bei den ganzen Sachen, bei den Aufträgen ein bisschen sicherer wissen, was die Leute wollen? Denn momentan verunsichert es mich sehr, wenn da steht, wir brauchen eine Fledermausmaske. Und ich einfach nicht weiß, ob damit eine Pandamausmaske gemeint ist und es halt ein bisschen kreativer übersetzt ist, ne? Nach dem Motto, irgendwas, was wie eine Fledermaus aussieht, wo du diese Fledermausflügelchen bekommst. Aber es nennt sich halt dann Pandamaus. Oh Gott, 1,5 Minuten noch. Wir haben es aber fast, wir haben es fast. Und dann kann ich das abgeben. Und meine anderen, ich glaube, es sind ja nur 2 Lagerungen, die wir brauchen. Komm schon. Dann können wir theoretisch auch unseren Arbeitstisch vergrößern. Das kann ich auch noch machen. Warte mal, den Arbeitstisch könnten wir theoretisch gleich vergrößern. Das würde gehen. Dann tun wir das mal hier hin und das Fleisch nach oben. Den Arbeitstisch kann ich dann gleich vergrößern lassen. Dann wäre ich wieder ein bisschen pleite. Aber ich hätte einen Arbeitstisch. Und hier wächst unser Salpeter. War doch Salpeter, oder? Ja, Salpeterbaum. Okay. Zeit-Totschlager. Ach, 1 Minute noch. Wunderbar. Tja, was machen wir? Ich bewundere einfach die winterliche Landschaft. Ich finde es schade, dass es nicht noch ein bisschen weißer ist. Also hier dieses... Es ist zwar schon mal schön und ich kann es verstehen, also wir sind an der Küste. Das heißt, es wird nicht ganz so kalt sein wie irgendwo im Inland. Aber trotzdem hätte ich es irgendwie schön gefunden, wenn hier alles unter so einer pudrigen Schneedecke begraben gewesen wäre. Das hätte mir persönlich einfach sehr gefallen. Gut finde ich es aber, dass unsere Sachen nicht mehr so haltlos nachploppen. Und ich kann es doch noch nicht ganz abgeben. So, weil mir natürlich hier noch ein paar Dielen fehlen. Das macht aber nichts. Da habe ich schon mal im Inventar. Komm, 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 komm. Eisenbarren. Ja, wunderbar. Und jetzt bräuchte ich theoretisch hier diese Zinnlegierungen. Und zwar müsste ich davon 6 Stück herstellen. Jetzt gehen wir aber erstmal unseren Auftrag ab. Und zwar, es wird schon Abend, ach du je. Der ist hier. Eisenbarren, wunderbar. Ich beeile mich, da hinzukommen, damit wir hoffentlich hinterher noch... oh Gott, das wird knapp. Das wird sowas von knapp. Oh, bitte, bitte lass mich das schaffen. Ich will unbedingt diesen Auftrag haben. Weil wir den einfach direkt wieder abgeben könnten. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Nein, jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er auch noch weg. Glaube ich ja nicht. Wo läuft denn der hin? Oh, das ist Baumschule. Wir sind so... Ja, ich ärgere mich jetzt schon. Es wird uns nicht mehr reichen. Wir werden vermutlich nicht mehr in die Handelsgilde kommen. Weil Adelt vor uns wegläuft, der blöde Dämp. Och Mann, no. Wenn du da jetzt reingehst, bin ich richtig böse, wenn ich dich nicht mehr erreiche. Aber wir könnten hier theoretisch... Oh, das ist die Ausdauer. Ich müsste mal unsere Ausdauer leveln, dann hätten wir auch weniger Probleme. So, geh weg da. Adelt, wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Oh Gott. Steck dich doch nicht immer vor mir. Hier. Nicht schlecht, hier ist dein... Ja, das ist nicht schlecht, das ist super. Lass mich zurück. Nein, ich komme hier nicht durch. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Oh Gott. Nein, keine Zeit mit dem Bus zu fahren. Keine Zeit. Wir laufen. Komm schon, sag bitte, dass sie bis 19 Uhr offen hat und ich das jetzt noch schaffe. Oh Gott, wir sind so langsam. Wir sind so unglaublich langsam. Warum sind wir so langsam? Oh Gott, ich will da rein.
Nein, lass mich noch in die Handelsgilde, bitte, bitte. Bitte, bitte, sag das. Die sind Händler, die müssen lange geöffnet haben. Die müssen noch wissen, länger offen heißt mehr Aufträge. Hi Arlo, ich rede gleich mit dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Da brennt noch Licht. Oh Gott sei Dank, wir können noch rein. Schnell, geh weg, hopp. Wie, ihr schmeißt mich da jetzt raus? Ich will die Auftrag annehmen. Hier, Lagerung. Oh Gott sei Dank, wir haben die Lagerung angenommen. Oh, perfekt. Gut, jetzt können wir noch Merlin suchen und das direkt abgeben. Ich bin ein schlauer Fuchs, bin ich. Wo ist mein Arlo? Mit dem will ich jetzt noch reden, bevor ich Merlin suche. Arlo? Arlo? Lauf nicht weg vor mir. Hi. Ja, leider sagt er uns nur wieder, was er gerne essen würde. Und wir kriegen keinen anderen Dialog, bis wir ihm das gegeben haben. Aber wir haben ein Herzchen dazu gewonnen. Oder einen Beziehungspunkt, wie man es nimmt. Okay, und jetzt geben wir Merlin noch die zwei Lagerungen. Am nächsten Tag haben wir unsere Lagerung wieder. Das heißt, es fällt gar nicht auf, dass wir uns aus unserer Sparkiste bedient haben. Und da ist sie schon. Perfekt. Hi, Merlin. Vielen Dank, jetzt können wir weiter forschen. Bitteschön, und ich habe wieder ein bisschen Geld verdient. Das ist super. Oh, Gott sei Dank. So stellt man sich mit dem ganzen Dorf ein bisschen besser und verdient ein wenig Geld. Und alles ist gut. Und wenn ich jetzt noch eine Fischsuppe machen könnte, wäre ich glücklich. Wir haben so eine fade Brühe mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Vielleicht würde ja die fade Brühe irgendwie... Oh, ich bin mir nicht sicher. Okay, das dauert noch ein bisschen zu lange. Wir können hier schon mal die Holzkohle und alles mitnehmen. Was haben wir da hergestellt? Stahlplatten, perfekt. Können wir ein paar mehr Stahlplatten nehmen. Und aus den Stahlplatten können wir dann eventuell... Ach so, nee, ja, das war ja klar. Wir brauchen ja Carbonstahlbarren. Dann können wir hier schon mal die Stahlplatten reintun. Und da fehlen noch zwei. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Und das kommt dann auch hier oben rein. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Okay. Wie lange braucht es noch? 10 Stunden? Wir haben noch... Boah, ich tank mal auf, nur so zur Vorsicht. Und ich würde hier gleich nochmal ein wenig Holz nachlegen. Also nicht nur Holz nachlegen, sondern auch zur Produktion ein bisschen nachlegen und dann auftanken. Jawohl. Und hier auch. So, mehr herstellen, mehr Benzin rein. Wunderbar. Und dann gehen wir einfach schon mal... Sollen wir schon mal schlafen gehen? Ich weiß gar nicht. Es lohnt sich eigentlich nicht so wirklich jetzt noch. Ich räume unsere Sachen weg. Puh. Ich bin gerade sehr froh, dass das funktioniert hat noch. Das kommt alles nicht hier rein, oder? Nee, das kommt alles nicht hier rein. Die Holzkohle insbesondere nicht. Das ist alles mehr in diesen Kisten. Das kommt ja auch nicht rein. Das Fell, das Fleisch. Wir haben sehr viel Fleisch. Krabben, Muscheln. Das heißt, wir könnten theoretisch ganz viele Muschelketten auch herstellen. So, das war hier vorne das Zeug. Nee, gar nicht wahr. Der Kopfsalat war hier vorne drin. Der Dünger ist woanders. Der ist hier hinten, oder? Nee. Der Dünger ist dann, der ist da. Jawohl. Kann es sein, dass ich den Tee, den habe ich aber nicht da vorne drin, oder? Den habe ich hier nicht? Nein, habe ich nicht. Gut. Dann würde ich jetzt noch eine Sache machen, bevor wir uns für heute schlafen legen. Ich würde ganz gerne... Neben dem Einsammeln würde ich ganz gerne hier... die Sachen da reinlegen. Okay, das dauert noch. Das ist dann morgen fertig. Das Zeug ist auch okay. Jetzt gehen wir mal schlafen. Wir müssen ja nicht übertreiben. Und am nächsten Tag ist Freitag. Das heißt, der letzte Auftrag der Woche. Da müssen wir uns dann auch nicht hetzen. Da können wir uns dann alle Zeit der Welt lassen. So. Bin ganz froh, dass es jetzt so geklappt hat. Wir brauchen halt einfach dringend das Geld. Den Arbeitstisch 3 würde ich dann heute herstellen lassen. Je nachdem. Ich nehme mal schon mal die Sachen vorsichtshalber mit. Legierung, das sind noch ein paar Sekunden. Dann können wir uns auch wieder die zwei Lagerungen herstellen lassen. Und dann würde ich hier nochmal Holzkohle herstellen. Auch wenn es jetzt vielleicht übertrieben erscheint. Und vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich so viel von diesem Zeug. Das ist nicht schade, wenn wir einfach übertrieben viel Holzkohle haben. So, und jetzt kann ich hier wieder Carbonstahlbarren herstellen.
Wie lange dauert das? 3 Tage, ach du je. Ja, dann tanken wir doch nochmal auf. Ja, Elfen müssen nicht unbedingt sein. Ach so, das ist Holz. Ja gut, dann tanken wir das so auf. Okay. Habe ich alles dabei, was ich brauche? Nein, ich wollte noch die Lagerung herstellen. Die kann ich hier, glaube ich, machen. Genau, und wir können hier die 2 Lagerungen herstellen. Dürfen jetzt theoretisch nichts mehr davon im Inventar haben. Ganz wunderbar. Und wir könnten den Arbeitstisch erweitern lassen. Was haben wir hier? Die Nachricht, wann wir. Genau, 6 Tage. Also, das ist okay. Dann nehmen wir hier einfach mal das Holz mit und alles. Da wir erst um 8 da rein können, lege ich jetzt die Sachen noch schnell weg, weil danach würde ich gerne sofort. Danach würde ich ganz gerne sofort in die. Das kommt hier rein. Das kommt auch hier rein. Wo habe ich den Honig hingelegt? Habe ich den hier hinten reingetan, in die zweite? Ja. Danach würde ich. Oh, da sind noch. Oh Gott, da sind ja noch mehr Sachen. Die habe ich übersehen. Okay, das kommt hier noch rein. Nee, kommt nicht hier rein. Das ist in der Kiste. Da kommen noch die Äpfel rein. Und die Kokons. Und der Honig, die kommen, glaube ich, beide hier rein. Jawohl. Und danach würde ich gerne sofort in die Ruinen gehen und da wieder ausgraben, damit wir das auch noch machen. Mehr können wir im Prinzip gerade nicht machen. Wir lassen herstellen. Das ist gerade unsere Hauptaufgabe, die wir haben, damit ich irgendwann, wir irgendwann, weiterkommen. Yay! Ja, entschuldige. Die Beziehungen gehen unglaublich hoch wegen unseren ausgestellten Gegenständen. Das heißt, wir sollten auch mal im Forschungszentrum da diese Sachen. Ja, Higgins, geh weg. Okay, was könnte ich herstellen? Die Mixer. Könnten wir herstellen? Kristallstatuen kann ich bestimmt nicht herstellen. Ein Töff-Töff-Transporter, das ist Bleibarren. Ich weiß gar nicht, ob ich Bleibarren herstellen kann. Das wäre natürlich schön. Töff-Töff-Transporter. 15 Tage, 2300. Eine Kristallstatue. Bleibarren wäre natürlich auch schön. Das würde aber nicht so viel bringen, wie wenn wir einfach nebenher einen Töff-Töff-Transporter bauen. Ich nehme den mal an. Den bauen wir dann einfach übers Wochenende. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Dafür brauchen wir bestimmt auch Stahlbarren und alles. Und ich brauche Stoff, das weiß ich. Okay. Heute geht es aber erstmal hoch zu unserem Ding. Ich sollte immer Töff-Töff-Transporte und Haltestellen und sowas vielleicht einmal auf Vorrat haben. Das wäre vielleicht gar nicht mal das Schlechteste. Aber immerhin, da weiß ich, dass wir es bauen können. Denn daran können sie theoretisch nichts am Rezept geändert haben. Das haben wir nämlich schon gebraucht. Und zwar relativ früh, also fand ich. Und deswegen wäre das ganz, ganz kriminell und pervers, wenn sie da jetzt sagen würden, ne, 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 wir haben das Rezept geändert, das kannst du jetzt nur im Frühling herstellen. Übrigens nochmal Dankeschön fürs Mitärgern. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Okay, dann gucken wir noch mal, wo wir jetzt hingehen. Wo haben wir denn noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Hier waren wir eigentlich überall schon. Dann würde ich mich hier jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude ein bisschen hier reingraben und dann finden wir da bestimmt auch Punkte. Wir könnten sicher auch Zinnbarren herstellen. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Wobei, nee, bringt ja nichts. Ich dürfte heute sowieso keinen Auftrag mehr annehmen. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht. So, und da ist der erste Knödel. Und da hinten wäre noch einer, aber das geht so. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich nicht erst den Zinnbarren hätte annehmen sollen und danach. Oh, Level Up, perfekt. Und danach. Ich glaube, ich mache. Was machen wir denn jetzt wieder an Level Up? Mal gerade überlegen gleich. Und schon wieder ein Tennisschläger. Das ist ja super. Keine. Da unten wäre ein Punkt. Aber ehrlich gesagt, ich würde erst gerne diesen hier machen, weil der nicht so weit unten liegt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte zuerst überlegen, ob wir nicht die Zinnbarren, die Bleibarren oder was es waren, machen könnten. Und danach. Das Töff-Töff. Aber ich darf ja am Tag nur einen Auftrag annehmen, was ich ein bisschen schade finde. Und selbst wenn ich die Bleibarren dann abgegeben hätte, ich hätte keinen neuen annehmen dürfen. Also war es schon ganz gut, was wir gemacht haben. Wir kriegen dafür mehr Geld und wir erarbeiten uns ja alles. Wir kaufen im Prinzip nichts dazu. Von daher ist das Einzige, was wir vielleicht manchmal kaufen, ist Kupfererz. Und das rechnet sich, glaube ich, letztlich wieder. So, einfach Schaltkreise. Oh, hier sind so viele Sachen. Und ich bin
bin eigentlich so neugierig, was es ist. Ich würde gerne vorher wissen, was es ist. Gegen einen kleinen Obolus wüsste ich das gerne. Würde ich echt zahlen. So, was haben wir hier noch? Da unten, oh, gleich daneben ist im Prinzip nochmal was. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Was ist es? Bitte kein Schmiermittel. Ich möchte bitte kein Schmiermittel mehr ausgraben. Oh, ein industrieller Motor. Das ist ganz gut. Davon haben wir jetzt so viele verplant. Ich glaube, 6 Stück oder so. Und da drüber ist noch ein Knödel. Oh, wir haben hier so viele Punkte und Knödelchen, die wir ausgraben können. Und das Schöne ist, wir haben wirklich keine Eile mit dem Töff-Töff. Wir können auch die Herstellung von den Manganstahlbarren abbrechen. Und noch ein Tennisschläger. Ja, noch ein Schläger. Ich hoffe ernsthaft, wir brauchen die Schläger mal für irgendwas ganz Tolles. Denn sonst habe ich einfach nur ganz viele... Sonst kann ich eine Tennismannschaft aufmachen. Gemischtes Doppel und so. Genug Schläger hätten wir bald zusammen. Oder verkaufe ich die immer? Habe ich die verkauft, die letzten? Egal, jedenfalls finden wir gerade sehr viele Schläger. Und ich muss jetzt gerade ein bisschen an Forest denken. Denn da gab es auch ganz viel. Da gab es keine Schläger, da gab es Tennisbälle. So. Wenn sich an die noch jemand erinnert. Wir vermuten immer noch ein bisschen, dass es vielleicht der Physikstest war. Fallen die Tennisbälle realistisch? Würde sich ein Tennisball so verhalten? Wirf mal den Tennisball schief durchs Büro und guck, ob er tatsächlich so fliegt, wie wir das jetzt gerade im Spiel implementiert haben. Noch ein... Sag mal, wie viele Schläger das hier einfach sind. Das ist jetzt wirklich ein bisschen... Wir hatten teilweise so Phasen, da haben wir nur Schmiermittel gefunden. Oder fast nur Schmiermittel. Jetzt kriegen wir gerade irrsinnig viele Tennisschläger. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Wobei ich für das Schmiermittel immer noch keine Verwendung habe. Hier sind so viele Punkte. Ich komme hier nie wieder raus. Und da es noch so früh ist, werde ich, glaube ich, den Abend eventuell bis hier drin... Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich muss Lederpolster, muss ich, glaube ich, auch herstellen. Ich überlege gerade, ob ich alles fürs Töff-Töff habe, dass ich das am Montag dann gleich abgeben kann. Besser eigentlich noch am Sonntagabend. So, da mit Lanze. Dann machen wir wieder. Denn ich möchte ja am Montag direkt den nächsten Auftrag annehmen können. Nicht nur damit wir... Oh, natürlich müssen wir am Samstag, glaube ich, dann in die Händlergilde einmal gehen. Und dieses lustige Spielchen spielen, wo wir Unterschiede finden müssen. Das hilft uns, glaube ich, extrem dabei, unser Werkstatt-Rate... Da hat mit Axt... Hatten wir da schon mal was davon? Es hilft uns, glaube ich, sehr dabei, weiter unser Werkstatt-Rating so ein bisschen hochzuhalten. Und wir kriegen ja auch immer eine Kleinigkeit dafür. Außerdem war in der Glückskiste was Tolles drin. Ich mag zwar unser Katzensofa sehr, aber es sieht halt schon ein bisschen ranzig aus mit dem Flicken. Und es ist immer alles pink. Wir haben 4 pinke Sofas dastehen. Ich mag zwar pink als Farbe. Ich meine, ich mag Hello Kitty, also mag ich auch pink. Aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu pink. Ich war übrigens auch nie so das Pink-Pink-Mädchen. Also, dass ich irgendwie alles in pink haben musste. Das ist mehr so eine Liebe, die sich ein bisschen später entwickelt hat, dass ich echt pinke Sachen mochte. Ich war ein bisschen entsetzt, als ich das erste Mal beschlossen habe, dass ich mal ganz bewusst mir ein pinkes Oberteil kaufe. Aber das Gelbe davon war einfach so hässlich und hat so überhaupt nicht zu mir gepasst, dass ich, naja, pink war im Prinzip die einzige Möglichkeit, wenn ich das Oberteil haben wollte. Und ich habe es nicht bereut, dass es so ein meiner Lieblingsoberteile geworden ist. Das hängt, glaube ich, immer noch im Schrank, obwohl es nicht mehr richtig... Ich weiß gar nicht mehr. Oder habe ich es überhaupt noch? Habe ich es weggegeben? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls mochte ich das Oberteil sehr. Und da ich selten ausmiste, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwo noch ist. Kennt ihr das? Räum doch mal den Schrank aus. Schmeiß doch mal die alten Sachen weg. Die siehst du sowieso nicht mehr an. Und du denkst dir nur so, ja, aber was, wenn doch? Was, wenn ich morgen beschließe, das Ding, was ich vor 10 Jahren gekauft habe, irgendwie doch nochmal anzuziehen? Weil Gründe. Und man weiß selber, dass es Schwachsinn ist. Man wird es nie wieder anziehen. Weil es vielleicht gar nicht mehr passt. Oder kaputt ist. Aber irgendwie will man es nicht wegtun. Ich habe zum Beispiel ein Oberteil, das war... Oh, das ist wirklich uralt. Damals sind Manga und Anime gerade so ein bisschen in Mode gekommen. Und dann sind halt teilweise auch Oberteile mit genau solchen Motiven rausgekommen. Und das ist das Kenshin drauf. Und ich mochte Kenshin immer. Und... Das Ding passt mir hundertprozentig nicht mehr, weil ich irgendwann wirklich, das ist so lange her, das war damals schon, also das ist kein weiter Schlabberpulli, das war einfach so ein enges Oberteil. Und, oder relativ eng, also halt anliegend, ne? So ein ganz normaler dünner Pulli halt. Seltsam, das so. Vakuumcleaner, oh, den kennen wir noch nicht, oder? Wir können einen, oh.
Wir können einen Staubsauger bauen. Oh, okay. Da oben ist ein Knödelchen. Oh Gott, wie komme ich denn da am besten hin? Das wird lustig werden. Jetzt ein bisschen komisch durchgraben. Aber über den Vakuumcleaner, da freue ich mich drüber. Alles, was wir natürlich hier rausgraben, wird uns niemals das Forschungszentrum geben müssen. Von daher, ich freue mich. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Und den Pulli würde ich halt einfach nicht wegschmeißen, weil ich den einfach mag. Ich habe den schon so lange. Und ich glaube, ich habe von meinem Kanada-Urlaub immer noch so einen, ja, im Prinzip relativ hässlichen Pulli. Den ich aber halt auch nicht wegschmeiße, weil da Erinnerungen dran hängen. Also das ist gar nicht so, dass der Pulli so toll ist. Das ist einfach nur Nostalgie. Und ich kann ja rumlaufen, während ich richtig. Das habe ich irgendwie auch erst ganz, ganz spät gemerkt, dass ich rumlaufen kann, während ich hier mein Ding anhab. Laufe ich jetzt gerade... Ach nee, gut. Ich wollte gerade fragen, laufe ich jetzt wieder dahin, wo ich mich am Schluss vorgegraben habe? Aber nein, wir laufen wieder an den Anfang. Hoffentlich. So. Und ich wünsche mir immer noch, dass... Ich glaube, das muss ich mal im Forum als kleinen Wunsch äußern, dass man vielleicht sehen kann, wann man so eine Ebene komplett geklärt hat. Also wann wirklich keine Punkte mehr übrig sind. Das macht einen dann zwar bestimmt wahnsinnig, wenn man weiß, irgendwo gibt es noch einen Punkt und man findet ihn nicht. Aber dann wüsste man vielleicht zumindest, es ist nur ein Punkt, den man noch suchen könnte. Ist da drüben irgendwo... Nee, das ist unser Ding offen. Da, hier ist aber was. Aber zumindest wüsste man dann, okay, es... Oh, nicht genug... Oh, nicht genug Ausdauer. Okay. Okay, wir sind tatsächlich genau auf 0. Dann würde ich doch mal sagen, falsche Taste wie immer. Gehe ich mal hier raus und ich beende dann auch schon mal die Folge. Ich glaube allerdings... Nee, wisst ihr was? Ich gehe noch schnell nach Hause. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt noch wach bleibe. Wir können sowieso nichts machen ohne Energie. Außer vielleicht ein bisschen an unseren Werkbänken Sachen einstellen. Aber ich glaube, dann können wir jetzt auch die Folge einfach ein Müh länger machen. Ich fahre mal mit dem Bus nach Hause. Also mit dem Töff-Töff. So, bitte hier nach Hause. Das dauert ja nicht lang. Dann schauen wir jetzt noch, dass wir das Töff-Töff auf die Herstellungsding stellen. Und ich mir dann nochmal notiere, was wir dafür brauchen. So, Töff-Töff hier. Ich muss bestimmt düngen, oder? Nee, ich kann ernten. Die sind fertig, die kann ich ernten. Okay, das mache ich gleich. Da sind die zwei Lagerungen. Die lege ich mal schnell in die Kiste rein. So, zweimal Lagerung. Jetzt haben wir das wieder alles drin. Dann haben wir hier nochmal Stahlplatten. Wir haben hier ganz viel Holzkohle. Und jetzt lasse ich das auch erstmal tatsächlich und stelle nicht nochmal neue Holzkohle her. Weil ich ja erstmal gucken will, aufräumen werde ich gleich ohne euch, aber das Töff-Töff stellen wir einmal hier kurz so zusammen drauf. Ich würde gerne ein Töff-Töff bauen. Wo ist es denn? Die Haltestelle, ja? Wo ist unser Töff-Töff? Töff-Töff-Transporter, hier ist es. Und dafür, ach du je, Gummireifen. Okay, ich brauche 3 Gummireifen, Glas, Faserstoff, Einzelsitz, Kupferbarren, das kriegen wir aber alles hin. Dann machen wir das einfach am nächsten Tag, da kümmere ich mich dann darum. Dann würde ich jetzt hier gerne nochmal von der Herstellung nochmal ein paar Carbonstahlbarren nachlegen und natürlich nochmal auftanken. Ich schaue mal eben auch noch, was wir da noch brauchen. Das war... Moment. Kupferbarren. Okay, wir brauchen Kupferbarren. Dann würde ich nochmal Kupferbarren uns hier herstellen lassen. 10 Stück, das ist okay. Nochmal auftanken. So, und dann gehen wir jetzt schlafen. Ich räume, bevor ich schlafen gehe, nochmal unser Inventar aus. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr das alle 5, 6 Folgen mal einmal seht, wie ich das mache, reicht das ja auch. Das mache ich jetzt alleine. Macht euch also noch einen flauschigen Tag. Oh, das, da haben wir uns noch nie hingesetzt. Hier. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei My Time mit Porsche. Bis dahin. Bye, bye.